Okay, mal gucken, was das wird, denn die meisten Frisuren sehen super scheiße aus. Oh, fuck. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City mit mir, Thomas und PlayerGeddon. Und wie man auch sieht, habe ich gerade Post bekommen. Gucken wir mal direkt rein. Ja, von Mama ja schön. Na, hattest du dich schon an die neue Umgebung gewöhnt? Ich weiß, dass du auf dich aufpassen kannst. Vergiss nicht, uns mal zu schreiben. Glückwunsch, ja. Interessiert mich nicht. Aber das Geschenk interessiert mich. ADHS, ja, es heißt ADSH, aber ich nenne es immer ADHS. Hey, du, Thomas. Hey, Kind, hör mal. Du, neu in der Stadt? Hallo. Unser Rat beim Einrichten? Gratis. Ganz einfach. Wird dir gefallen. Besuch den alten Fred doch mal. Von der Mobile Fanboy hat uns geschrieben, ne? Lustig. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns mal direkt das Geschenk an, was wir bekommen haben. Post. Oder Brief, ist mir auch egal. Geschenk entfernen, öffnen. Oh. 1000 Sternis. Das ist doch mal ein schönes Kapital, obwohl ich es auch nicht gebrauchen kann. Aber ich glaube, wir werden mal bei Tom Nook eine Angel kaufen, da ich ja irgendwie Geld verdienen muss. Und mein Pissoir, was ich in der letzten Folge geschenkt bekommen habe. Ich habe mir schon immer mal ein Pissoir für mein Zimmer gewünscht, also ja. Auf dem Boden, wie sieht es? Ah, sieht scheiße aus. Dreck verkaufen. Dann haben wir noch mehr Geld, um uns irgendwas Schönes zu kaufen. Und ich würde auch sagen, wir fahren nur nachher in die Stadt. Wir besuchen den Fred, also Mobile Fanboy. Lustig. Ne, da kam kein Geld runter. Denn manchmal ist hier auf Bäumen Geld, was runterkommt. Ja. Nee, diesmal nicht. Warte, wo war Tom Nook? Ich glaube hier oben. Bin ich mir aber nicht ganz... Ja, der war da oben. Gut. Jetzt gehen wir direkt in seinen Laden rein. Und ja, ich habe deinen Kredit noch nicht abbezahlt, was ich irgendwann tun werde. Auch wenn du mich heute nicht darauf ansprichst. Und er hat direkt eine Angel da und die Schaufel. Ja, die Schaufel könnte ich gebrauchen. Ja, was kann ich für dich tun? Verkaufen. Was willst du denn verkaufen? Ja, den Wiesenteppich würde ich mal verkaufen. Oh ja, dafür zahle ich hier 220 Sternis. Ja, besser als nichts verkaufen. Habe ich ja geschenkt bekommen. Und Geschenke kann man ja gut verkaufen. Ja, dann will ich nichts mehr. Ich verstehe, sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ja, mal gucken. Sein Ernst? Da kann ich nicht mal sauber machen in so einem Gammelladen. Ah, die Angel, nur 500 Sternis, was sagst du dazu? Nehme ich. Vielen Dank. Das macht genau 500 Sternis. Oh ja, vielen Dank. Oh, bevor ich es vergesse. Dieser Einkauf hat dir Punkte im Nock-Punktesystem eingebracht. Oh ja, für jeden Einkauf bei mir werden dir Punkte gut geschrieben. Wenn du genug Punkte gesammelt hast, erhältst du wundervolle Vorteile. Sammel also viele wie möglich. Probiere am besten gleich einmal die Bonuspunkte-Maschine aus. Sie steht gleich da drüben. Die BPM hat viele tolle Funktionen. Oh ja, und Thomas, weißt du, wie man diese Angel verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir erklären. Nicht nötig. Oh ja, schön, schön. Das ist ziemlich nützliches Werkzeug. Es wird dir sicher gefallen, Ja, ja. Ich könnte auch noch eine Schaufel gebrauchen, wenn du mich nicht wieder so voll labern würdest. Ich will nur einkaufen, mehr nicht. Ich will keinen Smalltalk halten. Ah, die Schaufel. 500 Sternis. Was sagst du dazu, Nehme ich. Vielen Dank. Das macht genau 500 Sternis. Ja, hast du gerade eben gesagt. Oh ja, vielen Dank. Oh ja, und Thomas, weißt du, wie man diese Schaufel verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir erklären. Nicht nötig. Oh ja, schön, schön. Das ist ein ziemlich nützliches Werkzeug. Es wird dir sicher gefallen, ja. Bitte laber mich nie wieder so voll, sonst komme ich nie wieder in den Laden. Das ist eine Drohung. Eine ernst gemeinte Drohung. Okay. Die Blumen sind hier schon am Gammeln. Oh, ein Baum ist gewachsen, das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir auch schon mal eine Angel und ich würde auch sagen... Jetzt kommt die Angel. Ich würde sagen, wir angeln mal. Ah, da ist ja direkt was zum Schaufeln. Nein, oh, jetzt fängt das schon wieder an. Ich hab's früher so gehasst, wenn man daneben geschaufelt hat. Ja, geschaufelt. Alter. Nicht sein Ernst, nicht sein Ernst. So, jetzt aber. Los, Schaufel. Ja, geht doch. Und direkt ein Fossil. Ich muss gucken. Ans Museum oder Geld damit scheffeln? Ich glaube, damit scheffeln wir Geld. Also, Museum kann noch ein bisschen warten, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Das Spiel wäre mal geil zum Livestream. Könnte ich ja machen. Ich bekomme ja nächste Woche die Elgato. Und ja, das ist jetzt eine Entschuldigung für die Mario Kart Folge gestern. Die war am Ruckeln. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, ich habe aufgenommen wie immer.
aber anscheinend hat es ja nicht funktioniert. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn die Elgato da ist, kommt sowas nicht mehr. Und wir werden auch zum ersten Mal COC streamen. Und dann werden wir bestimmt unseren Viewer-Rekord brechen. Unser Viewer-Rekord liegt ja bei 11 Zuschauern. Und ich glaube, das brechen wir mit COC. Da das ja sehr viele auf meinem Channel interessiert. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, komm, beiß an, Digga, beiß an. Ja, ja, der will mich verarschen, der will mich verarschen. Komm, 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 komm. Ja, wow. Ein paar Scheine kann ich auch ins Museum spenden, ey. Der bringt gar nichts, überhaupt nichts. Schütteln. 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 Ja, komm, wir verkaufen das Fossil. Wir brauchen ein bisschen Money, damit wir in die Stadt gehen. Okay, und da ist wieder der Koala. Sprechen wir den mal an. Oh, guten Morgen. Auf dass der ganze Tag so gut wird, dieser Morgen wird. Nicht wahr, Sternchen? Na, wo gehst du denn hin? Du gehst nicht zufällig Rüben kaufen, hm? Weiß schon Bescheid. Sigrid kommt jeden Sonntagmorgen und verkauft ihre Rüben. Frisch vom Feld. Ja, okay. Ach, Siegfried ist ein Mädchen oder was? Ist mir nie aufgefallen. Ich dachte immer, das wäre so ein, weiß nicht, 80-jähriger Mann. Wo ist das Museum? Ich meine, das wäre unten links auf der Karte. Ja, gucken wir einfach vorbei, oder war das das Rathaus? Ja, die spreche ich ganz sicher nicht an. Du siehst angepisst aus. Wer zum Teufel stellt Blumen mitten in den Weg? Nee, da, wo ist das Museum? Das ist da, okay. Ja, das Museum finde ich aber scheiße gelegen, ganz ehrlich. Gibt's ja eigentlich auch einen Geldstein und da ist wieder der creepige Hase, da ist Siegfried, ich brauche keine Rüben. Die Rüben kann man dazu verwenden. Also, das ist wie so eine Börse. Die Rübenpreise steigen und sinken in einer Woche, aber man kann die Rüben maximal eine Woche verwenden. Und wenn man nach einer Woche die noch nicht verkauft hat, dann sind die schlecht. Man kann die aber auch, glaube ich, einpflanzen, um mehr zu machen. Weiß ich aber nicht, aber wenn die Rübenpreise gestiegen sind, kann man die gut verkaufen. Krächz. Oh, verzeihen Sie mir, ich bin eine wirkliche Nachteule. Wie denn auch sei, ich darf Sie im Museum von London willkommen heißen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich stehe ganz zu Ihren Diensten. Fossil analysieren? Wundervoll. Lassen Sie mich unverzüglich mit der Untersuchung beginnen. Ja, hier. Abgeben. Aber das will ich behalten, denn das verkaufe ich. Faszinierend. Gleich habe ich dich identifiziert, Fossil. Aha. Diese schüchterne Schönheit hat sich zwar geziert, von mir bestimmt zu werden, aber Eugen kommt sie nicht. Das ist nichts anderes als Apato Torso, oder eher Wuhu. Dies ist ein durchaus beeindruckendes Fossil und es befindet sich noch nicht in unserer Sammlung. Diese Apato Torso erzählt uns viel über die Vorgeschichte von London. Ja, laber nicht so viel. Zurückgeben. Es tut mir leid, aber ich brauche Money. Ich bin gerade hierher gezogen und ich brauche Money. Nun, dann kann ich ihn sonst noch... Ja, komm. Ich gebe ihnen den Barsch, den kann er haben, aber... Hier, Barsch, der gibt sowieso nur 350, glaube ich, oder sogar noch weniger. Ein Barsch in der Tat, ja... Das ist mir egal. Laber bitte nicht so viel. Okay. Ich möchte nichts mehr, nein. Sie sind ein wahrer Wohltäter, Thomas. Bleiben Sie uns in... Ja, ich bin ein wahrer Wohltäter. Das mag schon stimmen, ja. Okay. Jetzt werden wir direkt zu Tomnok düsen, es verkaufen und direkt zur Stadt fahren. Und mal gucken, was wir da machen werden. Ich hoffe, das Fossil war einiges wert. Zumindest ein bisschen. Ich hoffe es. Okay, Tomnoks Laden. Und gib mir am besten 3000 Sterne, damit ich zum Friseur kann. So, komm, schau dich in aller Ruhe um, ja? Ja, was kann ich für dich tun? Verkaufen? Was willst du denn verkaufen, hm? Das da. Bitte, 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 bitte. Ja, 4500, geil. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Money. Und können auch direkt zur Stadt düsen. Und mal gucken, was uns da erwartet. Also, ich weiß nur, dass der Friseur da ist. Denn wir brauchen wirklich eine neue Frisur. Die jetzige sieht aus wie... Ja, wie soll man es am besten beschreiben? Ja, Bus in die Großstadt. Willst du mit dem Bus fahren? Auf geht's. Und da kommt schon der Bus, obwohl links eigentlich Tomnok steht und da keine Straße ist, aber... Ja gut, in einer Costing-Logik würde ich sagen.
Animal Crossing Logik. Ach, jetzt kommt wieder der Pedo als Busfahrer. Ahoi, Matrose. Die Visage kenne ich doch, Jahre. Bist du der Bursche nicht vor einer Weile in die Stadt gezogen? Verstehe. Auf der Jungfernfahrt zur Großstadt, wie? Jahre. Jachachachach. Jo, ich wusste es. Ein kleiner Fisch, der bald im Netz zur Großstadt zappelt. Da sieht ein Blinder. Du willst wohl mal unter das Stadtvolk mischen und auf den Putz hauen. Ach, das ewig alte Lied. Ein frecher Bursche vom Land denkt, er kann die Großstadt sehen. Ich kenne deine Sorte, du kleine Landratte. Solche wie du gehen in der Großstadt unter. Ja, denk nicht, das sei nicht schon anderen passiert und größeren Fischen als du einer bist. Ach, die Großstadt, ho, nun liegt sie vor dir und wartet nur darauf, dich zu verschlingen. Los jetzt, du kleiner Backfisch, dass du mir als ordentlicher Schnapper zurückkommst. Und wenn du nachts noch nicht zurück bist, werde ich dich in den Busch ziehen. Okay. Ich glaube, ich werde vor der Nacht zurückfahren, denn ich will nicht, wenn es dunkel ist, mit dem alleine nach Hause fahren. Und ja, die Stadt sieht schon mal nice aus. Okay. Laufen wieder tausende komische Viecher rum. Da ist so ein Frosch mit Bart, ja. Der Frosch hat... Yo, das ist ein Bart, lol. Sprech mit ihm an. Prinz, meine Heimatstadt ist ganz schön weit weg. Ich musste ziemlich früh aufstehen, um herzukommen. Ja, schön. Das ist, glaube ich, das Aktionshaus. Grazia, Grazia. Da gucken wir mal rein. Und gucken, was die so verkaufen. Willkommen bei Grazia, Grazia. Wir bieten Kunstwerke für den Körper und für das Haus. Okay. Alter, sieht das gay aus. Wie viel kostet das Bett? Oh, dieses kleine Kunstwerk nennt sich Prachtbett. Mit einem passenden Teppich und einer schönen Tapete kann es einem Raumcharakter verleihen. Wie viel? Gerne, dieses Prachtstück kostet 80.000 Sternis. Für so hohe Qualität. Ja, Schnäppchen. Ja. Nein, danke. Ich kaufe mir lieber vernünftige Sachen. Alter, sieht das alles scheiße aus. So teuer und so scheiße. Tschüss, ich gehe wieder. Danke und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Mal schauen, mal schauen. Wenn ihr mal was Besseres drin habt, dann komme ich vielleicht wieder und günstigeres. Ach, hier ist doch der Fred. Ja, da ist der Fred, der ADHS-Typ. Hey, du, warte, hör zu. Halt, stopp, warte mal. Fred muss mit dir reden. Nur eine Sekunde. Ich, Fred, das hier, mein Laden. Name, Akademie des Schönhauses. Genug über mich. Reden, wie über dich. Name, Thomas. Zack, haha, Fred, hatte ich. Hör zu, du, Hausbesitzer, stimmt's? In London, Gartenzaun, Frau und Kind, glücklich, klar? Ich war glücklich. Alles gehabt, großes Auto, Job, Büro, zack, den Bach runter, einfach so. Was sagt der Boss? Über schon zu wenig. Da platzt mir der Kragen, glaubt man's? Genug davon, stimmt's? Stimmt, meine Probleme, nicht deine. Reden wir, Brief, von mir, gelesen. Jedes Wort. Keine Witze, erzähl Fred nichts. Gelesen, wirklich? Zack, er ist so raus. Fred, hat's raus. Die, lästern, Fred, nicht mehr. Der Alte? Haha, vergiss es. Schnee, von gestern. Stimmt's, stimmt. Egal, genug, gehen wir. Reden, du, ich, zur Sache. Nüchtern, Tatsachen, jetzt, kommt's. Häuser, viel Arbeit. Schufterei, stimmt's. Klar, Möbel holen, aufstellen, umstellen, uferlos. Sieht nicht gut aus, fühlt sich unwohl. Aber was ist gut? Weißt du's? Woher? Instinkt, Glück, zack. Da komme ich ins Spiel. Ich, falsch, wir, uns, hier, Akademie des schönen Hauses. Was machen wir mit dem Haus? Wir zeigen es dir. Gute Häuser, stolze Besitzer, schöne Häuser. Pass auf, die Akademie des schönen Hauses, exklusiv, nur Mitglieder, sehr nobel, vornehm. Aber du, bist anständig, wir mögen Leute wie dich. Du sollst beitreten. Warum? Nicht? Klar, los, na komm. Nein, danke. Was? Ja, ich will nicht mehr lesen, das dauert zu lange, er redet auch noch so komisch. Ja, klingt super. Man muss da eintreten. Wenn man Nein drückt, da labert der dich 5 Stunden lang voll, bis man endlich eintretet. Also, der Junge hat ja Zeit, weil er nichts anderes zu tun hat. Ja, laber nicht so viel, bitte. Ich will nur zum Friseur. Ja, schön, ich sehe auch dein Gesicht. Ja. Ja. Das interessiert mich nicht.
Alter, labert ihr so... Wieso? Laber bitte nicht so lange. Laber nicht so lange. Ja, Schnauze. Ja, ich weiß. Ja. Oh, er ist fertig mit Reden. Geil. Okay, ich würde sagen, wir gehen aus dem Friseur und dann war es auch mit der heutigen Animal Crossing-Folge. Ach, Gustavia, die war mal damals in meiner Stadt. Irgendetwas an der Großstadt zieht mich einfach magisch an, Nerv. Obwohl die Möglichkeit besteht, hierher zu ziehen. Ja. Alter, das ist ein Ziegenbock. Ja, ich frag lieber nicht nach. Champudel. Yay. Hi, du Süßer. Meine Güte, jetzt guck doch nicht wie ein erschrockenes Reh im Scheinwerferlicht. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Willkommen bei Champudel. Hier helfen wir dir, deine innere Schönheit nach außen zu kehren. Ja, das sagen nur Verlierer. Ja, ich will einen Friseur. Naja, ich will einen Friseur. Hast du die Lust auf einen neuen Haarschnitt oder... Ja, Haarschnitt. Aber natürlich, überlass es nur mir, Süßer. Ja. Leg los. Wir können damit auch was vom Kredit abzahlen, aber... Na, das brauchen wir jetzt nicht. So, in wen sollen wir dich heute verwandeln, Süßer? Male mir ein Bild deines neuen Ichs. Okay, nun, Süßer, in welche Richtung soll der Look gehen? Süß. Ja, ganz süß. Ich bin so ein Schnickelchen. Ja, ich sehe so, ja, das würde so zu dir passen, überhaupt nicht. Übrigens, sag mal, bist du der Typ, der sich sein Haar selbst frisiert? Na klar. Oh, sehr gut, ich werde dir einen super dynamischen, flexiblen Look verpassen. Alles klar, Süßer, ich glaube, ich weiß, welcher Look dir vorschwebt. Und was die Haarfarbe angeht, was würdest du tendenziell bevorzugen? Warmes. Aha, welche Richtung? Weiß ich nicht. Anders. Geheimnisvoll. Attraktiv. Ja, ich bin ein attraktiver Junge. Ja. Okay, mal gucken, was das wird, denn die meisten Frisuren sehen super scheiße aus. Oh, fuck. Nein. Ach, geh doch weg. Also ich würde dir nicht ein Sterni dafür geben für die Frisur. Nicht ein Sterni, Mann. Ah, verdammt, sehe ich scheiß. Oh, ey. Ich glaube, ich muss mir irgendeine Cap holen oder so. Ja, ich muss mir irgendeine Cap holen. Und ich würde auch sagen, das war's dann für die heutige Animal Crossing-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Animal Crossing mehr verpassen wollt, oh, über ein Abo würde ich mich dann auch sehr freuen. Und über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.